Ah, oh, nur Glunder. Ich weiß nicht, nimmt der irgendjemand ernst? Nimmt der irgendjemand ernst? Und so jemand ist Sektenexperte. Also, fragt man sich schon. Also, ich glaube, es gibt schon noch ein, zwei Leute, die vielleicht noch ein bisschen eine differenziertere Meinung hätten. He? Oh mein Gott! Tacheles mit Judith. Hey, hoi, schön, bist du mit dabei. Ich habe heute mal kein Video dabei, sondern einen Blog. Genauer gesagt, ein Blog von Hugo Stamm. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Er schreibt schon seit Jahren, zuerst auf dem Tagi und jetzt auf Watson, über Sekten, über Religionen, über spirituelle Bewegungen. Er nennt sich Sektenexperte und der Mann ist auf jeden Fall schon ganz lange im Geschäft. Das heisst, er hat sehr pointierte Meinung auf Religionen, aber wenn man mich fragt, nicht sehr differenzierte. Und da regt mich wirklich schon lange auf. Ich lese den Blog nicht so oft, aber immer wenn ich ihn lese, kommt mir wirklich der Blutdruck ein bisschen in die Höhe. Und ich möchte euch jetzt heute mal zeigen, was das an diesen Blogs, die er manchmal schreibt, wirklich nicht so etwas dahinter ist, was das da schlecht ist. Da. Ich habe mir ein Bier gezapft, vielleicht magst du auch etwas trinken und dann steigen wir gerade hier im Blog ein. Also, hey, wir fangen an beim Titelbild. Das ist schon mal richtig komisch. Es ist irgendwie so ein Bild, weiß auch nicht, aus dem 17., 18. Jahrhundert, scheint mir. Also so ein sehr altertümliches Bild. Keine Ahnung, so von der Haltung her, was vielleicht eher zum ICF passen. Was wir jetzt vorher teilweise in anderen Videos schon gesehen haben, dass die eine sehr konservative Meinung haben. Aber eigentlich noch viel lustiger ist die Bildbeschreibung. Dass sich viele Christen Gott so vorstellen. Also, nein. Ich glaube nicht, dass sich viele Christen Gott wie einen Pfarrer vorstellen. Aber okay, gut. Sagen wir mal, vielleicht ein schlecht gewähltes Titelbild. Dann kommen wir jetzt mal zum Titel und zum Lied. Pastoren erklären, wie wir Gott begegnen können. Den Gottesbeweis bleiben sie schuldig. Also, hat jetzt für mich null logischen Zusammenhang. Geht beim Lied leider weiter. Sie reklamieren die religiöse Wahrheit für sich und Absolutheitsanspruch. Ja, also mir fehlt es da ein bisschen an logischem Zusammenhang, aber wir können hoffen, dass es besser wird. Leider wird es nicht besser, das sehen wir jetzt gerade. Der Hugo Stamm steigt hier ein mit einem Johannes-Zitat, das ist aus der Bibel. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und so weiter und so fort. Das ist ein Teil vom Johannes-Prolog. Genau, und er übersetzt es unten dran. Er sagt, es bedeutet, im Wort oder mindestens bei Gott liegt die Wahrheit. Das ist jetzt eine echte Hauruck-Exegese, würde ich sagen, von der Bibel. Das sagt eigentlich etwas ganz anderes. Also da wird im Johannes-Prolog geht es eigentlich um Jesus und seine Wesenseinheit mit Gott. Das ist ein theologisch ganz kompliziertes Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass der Hugo Stamm das auch ein bisschen blöd findet. Aber ich finde schon, wenn man sich eigentlich über etwas lustig macht oder wenn man etwas in einem Blog verarbeitet, dann muss man das Problem dahinter eigentlich schon verstehen. Dann gehen wir da mal weiter. Dann kommt er da mit so Worten, werden Sätze gebildet und so Sätze führen auch zu Aussagen. Und nichts ist so fehleranfällig wie das menschliche Hirn, das uns befähigt, um Aussagen zu machen. Ja, da kann ich dahinter stehen. Also gilt für alle Aussagen, auch für die vom Hugo Stamm selber. Das ist gut. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Da haben wir so einen Zwischentitel. Glauben heisst etwas für wahr halten. Das ist eine Definition von Glauben, die jetzt der Hugo Stamm so aufstellt. Das ist, vielleicht stimmt das auch, aber für den christlichen Glauben würde ich mal etwas anderes behaupten. Dort ist Glaube eigentlich viel mehr bedeutet Vertrauen, irgendwie sich auf jemanden verlassen. Glauben heisst nicht für wahr halten, sondern sich auf Gott verlassen. Also so würde ich als reformierte Pfarrerin Glauben definieren. Genau, da kommt weiterhin die Definition. Und jetzt kommt eben so ein bisschen die logischen Zusammenhänge, die sich mir wirklich nicht so ganz erschliessen. Aber jetzt kommt eben da der Glaube. Und er schreibt, viele Gläubige halten ihren Glauben für die Wahrheit, die letzte, die absolute. Und sie müssen glauben, dass ihre Glaubensgemeinschaft oder Sekte die Hüterin der wahren Heilslehre ist. Nein.
ich weiss nicht, es ist, da seht ihr vielleicht das Viele, das er hier schreibt, das ist so ein bisschen eine Pauschalisierung, so ein bisschen eine Verallgemeinerung, die Hugo Stamm sehr oft braucht. Er schreibt eben nicht irgendwie alle Gläubigen, da weiss er schon, dass nicht alle so sind, aber er schreibt eigentlich immer von Viele. Und jetzt tue ich vielleicht mal als eine von wenigen dagegen halten, dass ich da einen absolut überholten Religionsbegriff finde. Wenn man das Gefühl hat, Religion oder Glaube ist immer mit einem absoluten Wahrheitsanspruch verbunden. Also bei mir ist das ganz anders. Bei mir bedeutet Wahrheit eigentlich mehr. Vielleicht kann man es vergleichen wie, du bist ein wahrer Freund oder eine wahre Freundin. Wenn ich jetzt sage, du bist eine wirkliche, eine echte Freundin, wo ich mich drauf verlassen kann. Das ist eine Beziehung, die trägt, die hebt, das spüre ich, das habe ich auch schon erlebt. So würde ich meine Gottesbeziehung beschreiben. Und in dem Sinn als wahr. Und nicht quasi ihren Absolutheitsanspruch. Auch für dich muss das jetzt aber auch die wahre Freundin sein. Also, ich weiss nicht, Ritter, nicht für mich. Ja, dann geht es da weiter. Genau, zweifeln dürfen wir nicht, oder? Kommt jetzt da. Und wenn man zweifelt, dann stürzt das ganze Glaubenskonstrukt in sich zusammen. Also, das ist. Wenn man einmal in der Bibel lesen würde, man sieht, das stimmt überhaupt nicht. Es sind voll von Leuten, die zweifeln. Zweifeln gehört zum christlichen Glauben dazu. Genau, auch wie wenn man sich irgendetwas sicher ist. Also, das ist ich habe vorher mal ein paar von diesen fast 1000 Kommentaren gelesen, die der Artikel hat. Und dort hat es jemand eigentlich noch ganz gut geschrieben. Im Gegensatz zum gleichgeschalteten Atheismus ist das Christentum sehr plural. Also es hat sehr viele verschiedene Meinungen und da gehören Zweifel eben auch dazu. Ja, und jetzt kommt eben, mir schließt sich wirklich einfach die Logik nicht ganz. Jetzt kommt der Gottesbeweis, der nicht funktioniert, das stimmt, oder? Also finde ich, hat da quasi philosophisch, logisch gesehen recht, dass Gottesbeweis nicht funktioniert. Aber das Gegenteil halt auch nicht, oder? Also, er kann auch nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Also es ist wie so ein Argument, das ins Leere läuft. Die haben auch nicht das Gefühl, dass es etwas ist, wo man sich fruchtbar darüber austauschen kann. Ja, und jetzt kommt da eine Aussage, die so ein bisschen hervorgehoben ist. Aussage von einem Prediger, der sagt, es ist möglich, Gott ganz persönlich zu begegnen. Und dass Gott weiss, wie wir ticken, was wir verstehen. Und dass er uns wie ganz individuell begegnet. Und das schreibt er genau, das ist von einer freikirchlichen Plattform. Und ich bin jetzt wirklich nicht bekannt als Fan von Freikirchen, aber ich sehe nicht, wieso dass man ein Problem haben mit dieser Aussage. Also, keine Ahnung, ich weiss nicht. Ja. Und jetzt geht es da eben nochmal um den Absolutheitsanspruch, wo vom Glauben, der keine Abweichungen, der keinen Kompromiss zulässt. Und dass es automatisch in einen religiösen Fanatismus, zu einem religiösen Fanatismus führt. Also so ein bisschen, jetzt nicht ganz alle, aber dass eigentlich die meisten, die irgendwie gläubig sind, wenigstens in der Gefahr stehen, dass sie irgendwann mal fanatisch sich zu ihrer Religion bekennen. Und da ist einfach wieder ein bisschen zu wenig, also finde ich auf jeden Fall zu wenig differenziert. Also ich finde, es gilt zu unterscheiden zwischen Wahrheitsanspruch und zwischen Durchsetzungsanspruch. Nur wenn jemand sagt, das, was ich glaube oder was ich meine, und das muss übrigens nicht nur religiöse Wahrheit sein, sondern auch quasi, ich finde, ich muss oder ich sollte vegan leben und andere sollten vielleicht auch. Heisst nicht, dass jemand, der das für sich selber entdeckt hat, findet, alle anderen müssen auch so. Also das ist nicht automatisch zusammen. Also das Beispiel ist zum Beispiel, wenn man nochmal in die Religionen gehen, die Täufer aus der Reformationszeit. Die haben sehr einen klaren Wahrheitsanspruch. Die sind sehr eng, also eigentlich eine der ersten Freikirchen, könnte man so sagen. Die wissen ganz klar, wie man leben muss, was man glauben muss, wie man sein muss. Aber sind gleichzeitig absolut pazifistisch. Die sind gegen Todesstrafe in einer Zeit, wo Todesstrafe einfach irgendwie dazugehört hat, zum Beispiel. Also ist nur so ein Beispiel, wie sie ein bisschen dagegen heben. Genau, jetzt komme ich fast noch meine Lieblingsstelle zum Abschluss. Also jetzt wäre es die Aufgabe der geistlichen und der religiösen Führer, die Gläubigen auf die Gefahren der Radikalisierung aufmerksam zu machen. Da kommt da. Doch die meisten hüten sich davor, ihre Schäfchen zu sensibilisieren. Ich weiss nicht, was
der Verfasser von diesen Zielen für ein Bild hat von Christinnen und Christen. Also, ob die alle ein bisschen minder bemittelt wären und jemand bräuchte, der ihnen sagt, du musst im Fall das so glauben, hat da Probleme, hast du noch nicht gesehen, mach es doch so. Also ich weiß nicht, ich finde es unglaublich von oben herab. Hey, was soll ich sagen? Also ich finde es unglaublich, dass ein Sektenexperte so undifferenziert über Religionen, Sekten, was auch immer schreibt. Es wird aus dem Artikel heraus nie klar, redet er irgendwie über eine Landeskirche, redet er über eine Freikirche, redet er über eine Sekte, redet er über eine spirituelle Vereinigung. Also das ist genau das, was mich so nervt, dass es so undifferenziert irgendwie ein allgemeines Bashing ist gegen alle Leute, die gläubig sind. Ich sage, auf so etwas habe ich überhaupt keine Lust. Ich habe dafür im Internet mal ein bisschen geschaut, wo das vielleicht so ein Austausch zwischen zum Beispiel Atheisten und gläubigen Leuten irgendwie produktiv verläuft. Und unten dran ist die Sendung eingeblendet. Vielleicht willst du dort mal drauf schauen, wenn du ein bisschen mehr Tiefe willst haben in diesem Thema. Schön, dass du dabei warst. Hey, wenn es dir gefallen hat, dann gib mir doch ein Like und abonniere unseren Kanal.